Dieses Gewässer ist ökologisch tot. Hier ist keine Wasserpflanze mehr drin, hier lebt kein Bachflohkrebs, hier ist kein Fisch mehr drin und am Ende fehlen auch der Eisvogel und der Otter. Und es ist einfach traurig, wenn man hier am Spreewald lebt und sieht, wie die Zuflüsse der Spree und die Spree selber so belastet sind. Ich selbst bin also Elektrotechniker und habe viele, viele Jahre in dem Braunkohlenkraftwerk Lübbenau-Vetscher gearbeitet und habe dann schon mit Sorge, wie andere Umweltschützer auch, betrachtet, was wir eigentlich hier in der Landschaft gemacht haben. Etwa vor 10 Jahren wurde verstärkt beobachtet, dass das Wasser immer brauner wurde. Und das sind alles Folgen aus dem Braunkohlenbergbau. Also wir haben 2 Produkte. Das ist einmal Sulfat, das ist ein Problem für das Trinkwasser. Und dann haben wir das Eisen. Und Eisen bildet Eisenhydroxid-Schlamm. Und der Schlamm setzt sich ab, deckt alles ab. Das ist also eine ökologische Katastrophe. Das ist unser Kampf, dass das beseitigt wird.